Diese Hose ist soweit gut verarbeitet. Kleinigkeiten. Also es gibt bessere Hosen, die besser verarbeitet sind auf alle Fälle. Hier sieht man die Nähte. Das wird nicht lange halten. Also die Qualität ist nicht so hochwertig wie andere Sporthosen. Ich habe viele Sport-Yoga-Hosen, die sehr, sehr bequem sind. Auch hier kann es sein, da ist ein dicker Gummizug innen drinne liegend, aber nicht fest. Der kann mit der Zeit, wenn man die Hose vielleicht doch in den Trockner gibt, was man nicht machen sollte, oder auch reicht schon das Waschen, könnte der sich verknödeln und dann ist das nicht mehr bequem. Also hochwertig ist die Hose nicht. Sie ist okay von der Verarbeitung, aber man findet wie hier dann doch irgendwo wieder Stellen, wenn man sie dann doch etwas mehr prüft, die nicht in Ordnung sind. Genau am Gesäß hat man dieses Schildchen, völlig ungünstig. Also hochwertige Hosen haben hinten alles bedruckt, haben auch nicht so eine Naht, die nervt mich auch irgendwann. Wie gesagt, nicht so ein Bündchen mit einem extra Gummizug drin, sondern das ist anders verarbeitet. Und ja, es ist halt gerafft. Durch das Geraffte entsteht halt dieses Effekt von dem Po. Wenn man aber keinen Po hat, also man hat einen flachen Po, da kann man mit dieser Hose auch nicht viel rausholen. Da braucht man jetzt keine Hoffnung haben. Und wenn die Hose ein Ticken zu groß ist, was bei sonst Sporthosen, Yoga-Hosen nicht das Problem ist, die liegen trotzdem eng an, ist es bei der aber hier nicht günstig, weil dann in diesem Bereich, wo das ganz straff sitzen soll, um überhaupt etwas zu pushen, sitzt es nicht mehr straff. Und dann sieht es auch nicht mehr gut aus. Diese Idee funktioniert, aber nicht bei einem flachen Po. Da kann man vielleicht etwas noch, ja, aber also von der Wirkung her ist das nicht so super. Und man sieht dann einfach nur diese Falten und das sieht einfach komisch aus. Ja, wie gesagt, sonst trägt sie sich ganz angenehm, aber wie gesagt, es gibt andere Sport- und Yoga-Hosen, die sind definitiv qualitativ besser. Ja, ein neumodisches Gimmick mit dieser Raffung und mag ganz nett sein. Aber die Hose ist eben von der Qualität nicht sonderlich. Ja, und ich hätte hier bei meiner L bleiben sollen, die ich sonst auch habe. Ich bin 1,85 groß, wiege 79 Kilo. Und mit der Größe L komme ich eigentlich überall super zurecht. Nur habe ich gedacht, ach, machen wir es uns bequem. Aber das ist hier der falsche Weg.